Zu Frauen hatte ich immer schon einen guten Draht. Also jetzt nicht sexuell. Vielleicht ein bisschen missverständlich, guter Draht. Aber das meine ich mit Sensibilität. Ja? Nehmen Sie die Hühnerbrust? Nö, eigentlich nicht. Hm? Naja, auch. Wird ja auch nicht passen. Zu Ihnen. Ich nehme ja auch nicht die Ochsenschwanzsuppe. Ich gucke auch ab und zu mal in diese Frauenzeitschriften rein. Brigitte und wie die alle heißen. Nur um zu sehen, wie ticken die eigentlich, die Weiber. Nach einem Abend auf der Intensivstation mit diesen piependen Maschinen könnte ich eine gute Abwechslung wirklich gebrauchen. Was machen Sie denn heute Abend? Was? Was? Haben Sie mich geraten? Nein. Auf gar keinen Fall. Wir können ja auch bloß was essen gehen. Das ist ja wirklich... Frau Hilbers, das haben Sie jetzt auf dem vollkommen falschen Fuß. Ich meine, ins falsche Ohr. Frau Hilbers... Sexuelle Belästigung. Scham. Ja, zwei völlig unterschiedliche Hüte. Bei einer attraktiven Frau kann ich gar nicht anders als charmant. Bin ich machtlos. Hm? Kannst auch nicht einem alten Jagdhund einen Knochen hinwerfen und dann meckern, dass er sabbert. Und hast du dir schon klar gemacht hier, die schwarze Perle? Hm? Ja, komm, das ist doch genau dein Beuteschema, so von der Farbe her, oder? Hallo. Hallo. Ich bin der Chef hier, Bernd. Stromberg. Bernd Stromberg. Hm? Njota spricht kein Deutsch. Hm? Njota, hm, so heißt sie. Yes, Njota. Today is my first day here. Ah, das ist ja. Sie kommt aus Tansania. Yes, Tansania. Afrika, oder? Ah, interesting. Gut. Gut, 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 gut. Hier, our Ernie. He knows about Africa. He is our black man. Joke. Das ist ja just reality only. Das ist, nee, das, sowas finde ich nicht. Ich meine, Afrika ist jetzt ja nicht nur schnellere Denken. Jetzt weiß ich das selber, Herr Gott, das war ein Witz. Glaubst du, ich bin blöde? Afrika ist a big culture, oder? Dancing. Ja? Und Masken. Hier, was heißt nochmal Masken? Yes, he's into dancing. Hm? No, no, no. It's, that's only Tanzkursus for beginners. Yes, I'm not good. I'm not good. What was it again? It's Salsa and Merengue. What? Huh? Yeah, I show you. It's this. Ja, komm, Arnie, jetzt lass mal gut sein. Ja, he's totally Malle in his head. Ja, also. Here's the dance for him, this Ernie. That was funny. Yes, he's nice. How was it? No, no, I have to work. Ach, nobody works here. Na, komm, sag mal. Das war irgendwie... Ah ja, das weiß ich wieder. Schön. Hey! Don't touch me. Oh, that is aber... That is Temperament. Huh? Frauen haben gerade für diese Branche ganz hervorragende Eigenschaften. Ja? Gewisse Weiblichkeit zum Beispiel. Ganz hervorragende Eigenschaften. Wie Sie wissen, geht es um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Ja, das ist ja schon mal Quatsch. Da war ja gar nichts. Frau Vasonga hat mir gesagt, dass Sie angegrapscht hätten. Kokolores. Ich hab versucht, ein bisschen die ausländischen Dings zu integrieren, so sehe ich das nämlich, und zack, klebt ihr mir eine. Haben doch alle gesehen auf dem Band hier von den... Stromberg. Nee, in Amerika würde ich nämlich die verklagen und nicht umgekehrt. Da würde ich hingehen und sagen, oh, hier, ich kann überhaupt nicht mehr sprechen, seit ihr mich geschlagen hattet. Wupst, ich könnte die überputzen, bis sie schwarz wird. Beziehungsweise weiß. Oder wie nennt man das bei denen? Wenn Herr Stromberg, wir verhandeln hier ein ernstes Thema. Ja, sicher. Die Frau Nanga... Gasongwa? Die hat gesagt, sie hätten, ja, ihr Gesäß angefasst und in eindeutiger Absicht... Gesäß angefasst, also da können Sie doch wirklich jeden hier fragen, Frau Streller, oder? Erika, müssen Sie doch sogar zugeben, dass das nicht mein Stil ist, irgendwelche Gesäße anzufassen. Ja, die einen sagen so und die anderen sagen so. Ja, also, ja, ja. Also ist insgesamt ganz gut gelaufen vor diesem Ausschuss da, ne, würde ich mal sagen.
Erstens steht Aussage gegen Aussage. Zweitens, sollte mich wundern, wenn da noch irgendwas nachkommt. Wobei, die wollen mich natürlich fertig machen, die da oben saßen, die Weiber, ne? Das hat man schon gesehen, der ganze ungefickte Haufen da. Die würden mir am liebsten noch den Golfkrieg in die Schuhe schieben.